sei die folgende trigonometrische Gleichung. Cosinus von x plus Sinus von x gleich Quadratwurzel von 2 mal Cosinus von x mal Sinus von x. Bestimme alle Lösungen in der Menge R und stelle die Lösungen des Intervalls von minus Pi eingeschlossen bis Pi ausgeschlossen auf dem trigonometrischen Kreis dar. Wir starten mit unserer trigonometrischen Gleichung und nehmen beidseitig das Quadrat. Aber Vorsicht, wenn man eine Gleichung im Quadrat erhebt, dann hat man vielleicht Lösungen hinzugefügt. Diese Lösungen unterscheiden sich aber von den anderen nur durch ihr Vorzeichen. Also, am Ende der Auflösung müssen wir überprüfen, ob alle gefundenen Lösungen auch wirklich die Anfangsgleichung erfüllen. Diese Gleichung führt zu dieser. Durch die Grundformel der Trigonometrie wissen wir, dass diese Summe gleich 1 ist. Und durch die Verdopplungsformel vom Sinus wissen wir, dass 2 cos x sin x dasselbe ist wie Sinus von 2x. Hier multiplizieren wir oben und unten mit 2 und als Zähler erhalten wir dann 2 im Quadrat mal cos Quadrat von x mal sin Quadrat von x, das heißt das Quadrat von Sinus von 2x. In dieser Gleichung stellen wir sin 2x gleich u. Somit erhalten wir diese Gleichung in u oder auch diese Gleichung in u. Die Diskriminante dieser Gleichung zweiten Grades beträgt 12 und somit finden wir für u die zwei Lösungen 1 plus minus Quadratwurzel von 3. U ist also gleich zu diesen zwei Möglichkeiten, was bedeutet, dass der Sinus von 2x gleich ist zu 1 plus Wurzel 3 oder 1 minus Wurzel 3. Quadratwurzel von 3, das ist 1,732. Und 1 plus 1,732 ist streng größer als 1 als Sinuswert, also zu verwerfen. Somit wissen wir, dass der Sinus von 2x 1 minus Wurzel 3 sein muss. Und diese Differenz können wir auch schreiben als Sinus von 8 Cosinus von 1 minus Wurzel 3. Und somit haben wir die Grundgleichung in Sinn, aus der wir schließen können, dass 2x entweder 8 Sin von 1 minus Wurzel 3 plus 2k Pi sein muss oder Pi minus 8 Cosinus von 1 minus Wurzel 3 plus 2k Pi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Und daraus schließen wir, dass die möglichen x-Werte entweder 1/2 mal 8 Cosinus von 1 minus Wurzel 3 plus k Pi sind oder Pi halbe minus 1/2 mal 8 Cosinus von 1 minus Wurzel 3 plus k mal Pi, wo k eine beliebige ganze Zahl ist. Dies sind also alle Lösungen der Gleichung, die wir gefunden haben. Jetzt müssen wir noch überprüfen, ob all diese Lösungen wirklich die Anfangsgleichung erfüllen. Und dazu stellen wir sie zuerst auf dem trigonometrischen Kreis dar. Wir beginnen mit dieser Zahl 1 minus Wurzel 3. Das ist ungefähr minus 0,732. Und diese Zahl zeichnen wir als Sinuswert ein. Das ist diese Zahl. Der entsprechende Winkel ist also dieser negative Winkel. Dieser Winkel, das ist der 8 Cosinus von 1 minus Wurzel 3. Von diesem Winkel sollen wir die Hälfte nehmen. Somit erhalten wir diesen negativen Winkel. Und zu diesem negativen Winkel sollen wir eine ganze Anzahl halber Umdrehungen addieren. Also finden wir auch Lösungen hier. Da dieser Winkel negativ ist, bedeutet das, wenn wir zu Pi halbe minus 1/2 8 Sin von 1 minus Wurzel 3 addieren, dann heißt das, dass wir zu Pi halbe die Öffnung von diesem negativen Winkel hinzunehmen. Also landen wir hier. Und zu diesen Winkeln soll dann noch addiert werden eine ganze Anzahl halber Umdrehungen. So landen wir hier.
Das sind also alle Lösungen, die wir gefunden haben. Jetzt überprüfen wir, ob die wirklich die Anfangsgleichung erfüllen. Beginnen wir mit diesen Lösungen. Diese da. Das sind die Lösungen 1 halbes 8 Cosinus von 1 minus Wurzel 3 plus 2k Pi. Wir überprüfen das Vorzeichen von Cos x plus Sin x. Cosinus von x plus Sinus von x, das ist eine streng positive Zahl. Jetzt das Produkt. Cosinus von x mal Sinus x. Cosinus von x mal Sinus x, das ist eine streng negative Zahl. Also erhalten wir hier eine streng positive Zahl ist gleich zu einer streng negativen Zahl und das ist nicht möglich. Diese Lösungen sind also zu verwerfen. Wir nehmen sie aus der Zeichnung wieder raus, beziehungsweise wir streichen sie durch und überprüfen jetzt diese Lösungen. Diese da. Wieder schauen wir Cos plus Sin. Cos von x ist diese Zahl. Sinus von x ist diese Zahl. Cosinus von x plus Sinus von x, diese Summe ist streng negativ. Jetzt das Produkt. Cosinus von x mal Sinus von x, dieses Produkt ist auch streng negativ. Also ist das Produkt der drei Faktoren streng negativ. Hier haben wir also eine streng negative Zahl ist gleich zu einer streng negativen Zahl. Das heißt, diese Lösungen können wir beibehalten. Jetzt schauen wir diese Lösungen. Diese da. Das sind diese. Für diese Lösungen gilt Cosinus plus Sinus. Schauen wir nach. Cosinus von x plus Sinus von x. Das ist eine streng positive Zahl. Jetzt das Produkt. Cosinus von x mal Sinus von x. Das ist eine streng negative Zahl. Also ist das Produkt dieser drei Faktoren streng negativ. Somit haben wir also, eine streng positive Zahl ist gleich zu einer streng negativen Zahl und das ist unmöglich. Diese Lösungen sind also zu verwerfen und deshalb streichen wir sie aus der Zeichnung wieder weg. Jetzt schauen wir noch diese Lösungen nach. Diese. Cosinus von x plus Sinus von x, das ist eine streng negative Zahl. Cosinus von x mal Sinus von x aber auch. Also ist das Produkt dieser drei Faktoren streng negativ. Und somit haben wir eine streng negative Zahl ist gleich zu einer streng negativen Zahl. Und das ist in Ordnung. Was also bedeutet, diese Lösungen können wir beibehalten. Hier sind nochmal alle Lösungen aufgelistet, Lösungen dieser trigonometrischen Gleichung. Also stecken wir all diese Lösungen in die Lösungsmenge hinein und vergessen nicht zum Schluss zu erwähnen, dass k eine beliebige ganze Zahl ist. Letztendlich wird noch gefragt, die Lösungen, die zu diesem Intervall gehören, auf dem trigonometrischen Kreis zu zeichnen. Hier nehmen wir einfach diesen ersten Teil und hier müssen wir aufpassen, wir müssen 3pi halbe durch minus Pi halbe ersetzen, damit dieser Winkel x1 sich auch wirklich in diesem Intervall befindet. Dieser Winkel ist hier eingezeichnet und dieser Winkel ist hier eingezeichnet und somit ist dieser Auftrag vollständig erledigt.